Strahlt sie schon wieder. Nächstes Jahr machen wir da auch mit, Steffi. Ja, das ist eine Riesenidee. Wir beide, was soll das werden? Schwarz-Rot haben wir schon mal. Ich finde das auch. Ne? Aber heute ganz gut abgesprochen. Aber ich glaube, da haben wir nichts zu suchen. Ich würde sagen, wir fallen auch so ein bisschen aus dem Rahmen. Also das da, ja, das würde mir ja persönlich viel mehr Spaß machen. Das finde ich ganz gut. Ja, das ist vor allem auch richtig cool, das, was wir hier sehen. Angelika Otto ist das. Und die hätte auch einen Miss-Titel verdient, vielleicht so eine Art Miss-Motorrad. Ja. Und die hat am Wochenende wieder die Rennstrecken so richtig unsicher gemacht. Bei der internationalen deutschen Meisterschaft in Oschersleben ging es in der Motorsport-Arena wieder richtig heiß her. Beim Supermoto, ein Motorradrennen auf Asphalt und Offroad, wird den Teilnehmern Schnelligkeit und Geschicklichkeit abverlangt. Eine von ihnen ist eben Angelika Otto, die einzige Frau in ihrer Altersklasse. Bei Otti, so wird sie liebevoll bei den anderen Fahrern genannt, beginnt die Arbeit aber schon weit vor dem eigentlichen Rennen. Nur ein paar Kilometer weiter an den Sieben Bergen sind die Autocrosser voll auf ihre Kosten gekommen. Der MSC Oschersleben hat das beliebte Event organisiert und viele PS-Liebhaber auf die wunderschöne Strecke gelockt, auf der es dann kurz, aber nicht immer schmerzfrei und ohne Rücksicht auf Verluste richtig zur Sache ging. Ein hoffnungsvolles Heimspiel für Familie Ulbrich. Bei der Schwimm-WM in Südkorea hat Freiwasserschwimmerin Finja Wunram die Qualifikation für Olympia geschafft. Die Magdeburgerin ist über die 10 Kilometer als Achte ins Ziel gekommen. Und damit löst die 23-Jährige ihr Ticket für die Sommerspiele im kommenden Jahr in Tokio. Beim Ruder-Weltcup-Finale in Rotterdam gewinnt Max Appel im Doppelvierer die Silbermedaille für den 23-jährigen Magdeburger. Und sein Boot ist es der erste Podestplatz in dieser Saison. Den ersten Weltcup-Podestplatz gab es auch für Maximilian Planer im Vierer ohne Steuermann. Der Bernburger und seine Teamkollegen sichern sich den Weltcup beim Weltcup-Finale den dritten Platz hinter Australien und Großbritannien. In knapp einer Woche, da rollt wieder der Ball in der dritten Liga und der erste FC Magdeburg geht als Absteiger aus Liga 2 als Favorit in die neue Saison. Heute gab es den letzten Test gegen den englischen Drittligisten Rotherham United. Das hart umkämpfte Spiel endete mit 2:1 und ob die Mannschaft jetzt schon bereit ist für den ersten Spieltag, haben FCM-Fans für uns eingeschätzt. Ja, und ich werde jetzt die Daumen drücken, dass endlich mal wieder der Sommer kommt. Ich auch. Eigentlich sollte sich ja ein Hoch schon durchsetzen. Doch so richtig viel Sonne war heute irgendwie nicht dabei. Susanne, was ist da los?